Hey und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ich stehe hier gerade ein bisschen schief, weil hier ist ein Bett und irgendwie... Aber egal, auf jeden Fall kann ich hier gerade irgendwie am besten die Kamera einstellen. Dachte mir also, ich starte hier eben das YouTube-Video. Das Ganze wird ein Vlog, wie ihr wahrscheinlich im Titel schon gelesen habt. Ich werde dieses Wochenende nämlich auf den World Club Dome nach Düsseldorf fahren. Und jetzt gleich geht's auch schon los. Ich freue mich auf jeden Fall sehr und werde euch in diesem Video mitnehmen. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video und würde sagen, let's go! Ach ja, und ich habe mich gerade schon geschminkt und meine Haare mache ich jetzt noch eben. Ich habe jetzt meine Haare gemacht und muss jetzt hier noch kurz ein, zwei Sachen erledigen und dann geht's endlich los. Ich freue mich so sehr. Auf die Autofahrt habe ich nicht so Lust, aber kriege ich schon hin. Wir sind jetzt in Düsseldorf angekommen im Hotel und ich suche gerade Armin. Es geht gleich los. Links und dann rechts. Oh, die Treppe ist so lang, Leute. Scheiße. Ich glaube schon. Übrigens, die Autofahrt war gut. Wir hatten keinen Stau. Sehr gut, oder? Aber wir sind ja links und dann rechts die Treppe hoch. Ich rufe ihn mal an. Wir sind die falsche Treppe hochgelaufen, aber wir sind die. Wir haben jetzt die richtige Hinsicht. Armin! Ich hab ein Ticket! Ey, hier ist deins! Moin! Vielen Dank! Wir haben die Tickets! Der Bus war für dich jetzt da! Ja! Alles geht schief. Jetzt hat er uns Tickets gegeben, die schon benutzt worden. Aber wir kriegen neue. Tag. Gut, und selbst? Hallo. Ja, und zwar live hier. Ja. Ja, geht du auch? Ja. Und so getroffen. Oh, jetzt geht's weiter mit dem Video. Viel Spaß mit der nächsten Show. Bis später. Viel Spaß. Wir sind jetzt beim Frühstück. Ich habe leider vergessen zu vloggen, als es noch schön aussah. Aber ja, wir haben gefrühstückt, ne? Ja. Wir haben uns jetzt fertig gemacht und fahren jetzt in die Stadt. Die anderen warten schon unten. Das ist mein Outfit. Und ja, wir werden jetzt... Kannst du das ausmachen, bitte? Wir werden jetzt ein paar Bilder machen, ein bisschen shoppen, was Leckeres essen gehen und... okay, wo sind die anderen jetzt? Da ist Marlon und da ist Dustin. Und Sarah und Armin sind, weiß ich jetzt nicht, aber die kommen schon auch gleich. Wir sind gerade in der Stadt und haben ein paar Bilder gemacht und waren shoppen. Und ja, die wollen irgendwie alle was essen gehen. Ich habe zwar keinen Hunger. Hast du Hunger? Aber egal. Ja. Weil die Frau im Hintergrund macht meinen Arm so. Wir sind jetzt was essen. die holen gerade da, die machen alle Essen und sitzen hier. Hi. Und da sind auch Alina und Dustin. Und ich wollte auch einen Curryhuhn, aber irgendwie auch nicht, weil es scharf ist. Curry? Ist Ragu, ja. Wenn es scharf ist, aber trotzdem es essen willst. Ich mag scharf, also ich habe jetzt mal wenig. Aber ich habe gar keinen Hunger irgendwie. Ich weiß, irgendwie so eine Suppe. Suppe habe ich gar keine Lust zu. Was du? Ich mache einen Vlog. Boah. Weißt du, was Tiki und Tapia ist? Nee. Oder nicht? Nee, noch nicht. Okay, da muss jetzt irgendwas Krasses passieren. Ich schütte mein Wasser über meine Jacke. Was? Ich hab keinen Hunger. Ich hab keinen Hunger. Auf jeden Fall, wir haben jetzt alle was essen. Und ich habe irgendwie nichts, weil ich habe keinen Hunger. Heute, ich habe heute etwas getan. Ich habe mir eine Tasche gekauft und die ist hier drin. Ich packe die jetzt aus und zeige die euch. Ich weiß gar nicht, wie ich mich freue. Ich wollte mir schon seit so langer Zeit so eine Tasche holen und ich habe es endlich heute getan. Also packen die jetzt aus. Okay.
So, ich setze mich jetzt hier kurz hin und packe die aus. Sorry für das schlechte Licht, aber leider geht unser Hotelzimmer nicht heller. Moment. So, die andere schläft jetzt irgendwie schon ab. Oh. Tada! Ich zeige euch die. Also, die ist so schwarz und hat hier so silberne Details und ist halt so eine Tasche. Und hier hat auch noch diese Schlaufen, dass man sich die so um die Schulter binden kann. Ja, ich zeige euch die im Tageslicht morgen nochmal in Ruhe. Aber ich freue mich so, Leute. Wir sind jetzt auf World Club Nummer gekommen. Die Jungs, also Armin und Felix und Marlon, schneiden sich da gerade die Haare. Ich glaube, Felix den Bart. Also beim Friseur, nicht selber. Und dann gehen wir gleich auf die Tribüne und gucken uns ein bisschen die Show an. Und morgen kommen auch so die unserer Meinung nach dann besten Acts. Da werden wir auf jeden Fall auch runtergehen in die Menge und ein bisschen tanzen. Wenn ich dran denke, vlogge ich das auch. Und hier ist übrigens meine neue Tasche, die ich Ihnen gezeigt habe. Ist gerade auf, wundert euch nicht. Aber und der Tag in der Stadt war auf jeden Fall schön. Wir waren in einigen Läden, haben was gegessen. Wir sind jetzt seit, ich weiß nicht, seit einer Stunde ungefähr hier, ne? Ja. So, Posen hat jetzt hier gerade und da kommt Blitzer drauf. Gerade bei Peyton im Zimmer und wir haben uns gerade ein paar Gedanken zu einem Thema gemacht, beziehungsweise ich wollte, oder wir beide wollten uns dazu einmal äußern. Es gibt immer mega, also immer wenn ich diese Instagram Q&A-Fragen mache und so weiter, kommen immer richtig viele Kommentare, habt ihr euch zerstritten, habt ihr noch Kontakt und so weiter. Und ihr seht, nein, wir haben uns nicht zerstritten. Nein. Und, wir sehen uns einfach nur mega selten, weil wir halt gegenseitig am anderen Ende von Deutschland wohnen. Ja. Also ich wohne ja ganz unten und Cosima ganz oben. Und da ist halt und es ist halt auch schwierig, weil früher war es halt auch so, dass wir auf sehr vielen Events zusammen waren, dass wir uns immer in irgendwelchen Städten getroffen haben und uns dadurch mehr gesehen haben. Aber wir waren ja auch im gleichen Management. Ja, und jetzt sind wir halt in verschiedenen Managements, das heißt, wir sind auf verschiedenen Events. Und von Hamburg nach Mannheim sind, ich glaube, 500 oder 600 Kilometer. Und da fährt man auf jeden Fall 5 bis 6 Stunden. Und dann am Freitag und am Sonntag die ganze Zeit zu fahren, damit man sich dann... Das ist halt einfach... Klar, es ist schön und ich würde es auch gerne öfter machen, aber das Problem ist auch, Peyton hat eine Fernbeziehung. Peyton will dementsprechend auch ihren Freund am Wochenende sehen, wofür ich auch vollstes Verständnis habe, weil... Schatzi! Das war ein Stuhl. Weil ich möchte meinen Freund ja auch sehen. Also wir versuchen jetzt auf jeden Fall, ich glaube, das haben wir uns beide vorgenommen, dieses Jahr uns ein bisschen öfter zu sehen als letztes Jahr. Ja. Und oder vielleicht auch mal zusammen wegzufahren oder sonst irgendwas. Boah, ist ja heftig, so kurz vor Wochenende. Ja. Ihr fliegt von Hamburg, wie von... Ja. Und stimmt, können wir auch immer zu viert machen. Man muss ja nicht unbedingt von seinem Bad oder Dingen fliegen, aber ist egal, wenn man... Ja. Auf jeden Fall, das wollten wir kurz gesagt haben. Genau. Damit ihr das auch wisst und ihr wisst, dass alles gut ist. Ja. Oh, ich will ja kein Make-up da dran machen. Macht nicht, ich ziehe es ähnlich aus. Okay, müssen wir noch sonst noch was sagen? Nein, ne? Okay, ja. Wir, oh, der Blitz ist an. Egal, ich muss schnell machen. Wir gehen jetzt wieder auf den World Club Dome. Das ist mein Outfit. Eine Lederhose an, schwarzes Top, Jeansjacke und... die Tasche und ja, wir gehen jetzt los. Die anderen warten da irgendwo schon. Ganz normal. Party? Go Winter Edition 2020. Bowser.
sagt, dass sie nur mich in ihren Herzen trägt. Und rede schon von Liebe nach dem ersten Date. Stand ein Mädchen, das mich liebt und mich vermisst, so wie du. Und ich lieb euch alle, mich und du. Du trägst keine Liebe in mir. Sag dir zu, du guckst, bist ich bin mein Blau. Zeig dir du von Säule, nicht in der Baron. Also zwei, nein, komm. Jetzt fängt der Spaßteil an, Freunde. Okay. In der Regel will ich den Club zerstören. Wir stehen gerade vor der Bühne. Also Loredana war eben da und Bowser und das war richtig cool. Ich hatte richtig viel Spaß. Und jetzt kommt noch Sido und danach gehen wir hoch und verabschieden uns von allen und müssen dann auch leider schon nach Hause fahren. Aber der World Club war auf jeden Fall richtig cool. Und ich melde mich dann irgendwie zu Hause spätestens wieder. Gott vergib uns, weil wir böse waren. Auf der Straße aufgewachsen, wie Löwenzahn. Ich kenn die Hook, die meine besten Tasche. Ich wusste, weil all das gut so deine Eltern dich immer gebahnt haben. Ich bin jetzt gerade zu Hause angekommen. Ich habe meine Wimpern neben dem Auto schon abgemacht. Also wundert euch nicht. Ich werde jetzt auch direkt schlafen gehen. Es ist irgendwie 9:15 Uhr, glaube ich. Und ich muss um 5:30 Uhr aufstehen oder 5:45 Uhr. Ich werde so sterben morgen. Aber naja, das Wochenende war es wert. Und morgen Nachmittag kann ich mich ja ausruhen. Hier habe ich meine Abdrücke von der Brille. Also ignoriert einfach, wie ich aussehe. Ich schmink mich jetzt ab, vor Zähne, geschlafen und beende jetzt damit auch diesen Vlog. Ich hoffe, dass ich genug gefilmt habe und lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und vergesst nicht, mich zu abonnieren. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.